So, hallo und herzlich willkommen, liebe Besucher und Zuschauer dieses Kanals. Heute begrüße ich euch zu einer ganz neuen Aktion, zu einem ganz neuen Projekt. Das erste Mal, dass ich überhaupt mit anderen Leuten zusammen aufnehme. Herzlich willkommen zu Power City. Und ja, ich würde sagen, wir legen sofort los. Connect to FTP Project. Es geht hier, wie ihr seht, Schlag auf Schlag. Wir melden uns an und bam, die Sonne geht auf. Sehr geiler Moment. Und ja. Ihr seht, wir befinden uns hier mitten auf einer Map und ja, vielleicht kennt ihr solche Projekte schon. Jeder hat sein Grundstückchen. Auf den Grundstücken kann er im Prinzip machen, was er will. Hier sind einige Modpacks installiert und hier seht ihr, hier ruht Droid Boy. Hier ist mein Grundstückchen. Ich bin ganz stolz. Es geht hier los. Und wie ihr auch seht, ja, ich kann im Prinzip machen, was ich will. Ich kann bauen, was ich will. Ich werde mich freuen, in den nächsten Aufnahmen mit den ganzen Jungs, die hier noch dabei sind, mit aufzunehmen. Unter anderem Marcel als alias Golden LP. Dann haben wir den Fapfi. Dann haben wir den Droid Boy. Natürlich, das bin ich. Max und den Maxe bei dem Kanal Max Gaming HD, den Steinfels HD und ja, ich würde sagen, ihr schaut einfach mal in die Link in die Videobeschreibung. Dort findet ihr nämlich die Links zu den Kanälen, die ihr unbedingt abonnieren solltet und schaut auch ihre Videos an. Ja, und ich würde sagen, wir legen hier gleich mal los und ja, müssen natürlich jetzt erstmal Holz suchen. Und dafür müssen wir gleich mal losdüsen. Ich hoffe, ich finde in zwischendrin irgendwie noch gleich mal was zu essen, denn es geht hier schon richtig hart los. Keine Gnade. Und während ich auf der Suche bin nach Bäumchen, kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Ihr seht vielleicht, hier ist es richtig schick geworden. Okay, es geht schon los. Ich kann nicht mehr rennen. Großartiger Anfang. Hoffentlich irgendwelche Tiere hier am Start demnächst. Sonst muss ich bereits in dieser Folge sterben. So, der Fighterboy ist am Start. Ich nehme auf, lieber Fighterboy. Und ich werde gleich dir antworten, sobald ich hier mal irgendein Werkzeug am Start habe. Warte mal, ich kann ihn fragen, ob er was zu essen hat. So. So, dann legen wir gleich mal los. Hier ist der Fighterboy. Grüß dich. Oh, sehr, sehr geil. Vielen Dank, vielen Dank. Zumindest ein bisschen was. So, und wir müssen gleich mal hier... Okay, Greatwood Look. Wieso kann ich da kein Holz rausholen? Was ist da los? Schon die ersten Problemchen. Ich glaube, es ist einfach ein komischer Baum. Und da oben ist ein Hühnchen. Das werden wir uns gleich mal krallen. So, notfalls rohes Fleisch essen. Hier hat es Bäume. Hoffentlich ist das ein normaler Baum, den ich auch normal abbauen kann. So, ja, und ja, ihr seht vielleicht, ich habe Shaders installiert. Es ist hier richtig schick geworden. Und ja, dank dieser tollen FTB-Geschichte, die ich hier durch die Jungs kennengelernt habe. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal Golden LP, der mich einfach mal frecherweise gefragt hat, ob ich Bock habe mitzumachen. Und da ich sowas noch nie gemacht habe, ja, das Beste, was man tun kann, ist einfach sagen, yo, ich mach mal mit und das habe ich dann mit auch mal getan. Eichenholz, so, da haben wir Eichenholz. Da unten ist ein Creeper, das ist natürlich optimale Voraussetzung. Gleich mal sterben. Ja, dann zischen wir gleich mal wieder zurück. So. Ich esse jetzt einfach mal das Hühnchen, auch wenn es... Ja, scheiße, das war natürlich jetzt rausgeschmissenes Hühnchen. So, aber... natürlich nur fair. Alle haben hier mit den gleichen Bedingungen zu kämpfen. Und von dem her... Vielleicht finde ich hier ein paar Samen gleich. Da. Oh, eine Höhle. Sehr geil, ich sehe auch schon Kohle. Da werde ich mir dann gleich mal Kohle besorgen. Jetzt erstmal Table am Start. So. Hier die Steuerung ist noch ein bisschen anders. Da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Seht's mir nach. Da muss man zum Beispiel noch einzeln klicken, was man... bei den anderen Sachen nicht muss. So, erstmal hier das am Start. Dann brauchen wir natürlich ein Schwert. Das war erst nur ein Holzschwert, das macht aber nichts. Denn wir brauchen wirklich gerade alles irgendwie, was wir kriegen können. Eine Axt für den Holzabbau. So, und dann würde ich sagen,
dem Axt hauen wir gleich mal da rein. Zack, das nehmen wir mit. Und los geht's, runter in den Untergrund. Hoffentlich ist der Creeper nicht hier am Start. Wir müssen dringend hier die Kohle abbauen. Guten Tag, liebe Kohle, du gehörst jetzt gleich mir. Dann werden wir auch gleich ein bisschen Stein mitnehmen. Weil Stein braucht man natürlich auch heftigst für die ersten Werkzeuge, ist klar. Ihr seht also, hier am Anfang ist es einfach ganz normal, wie bei jedem anderen neuen Minecraft-Projektchen auch. Man fängt an, Stein abzubauen, Kohle abzubauen, freut sich über jedes bisschen Eisen. Und ja, dann können wir aber mit dieser Geschichte, mit diesem Projekt richtig viel machen. Also hier sind viele zusätzliche Modpacks installiert. Wir können tolle Elektroschaltkreise machen. Wir können Magie machen, tolle Maschinen bauen. Und ja, ihr kennt mich. Ich bin ein Bauer, ich liebe es zu bauen, habe aber bisher eigentlich die Finger weggelassen von allem, was irgendwie elektrisch war. Also zum Beispiel hier Redstone-Schaltung oder so habe ich mich noch gar nicht rangewagt. Das heißt, es wird für mich hier eine richtig heftige Learning Curve werden. Und ja, das ist aber kein Problem, weil zu lernen bedeutet irgendwie besser zu werden. Und ich glaube, die Jungs wollen mir auch unbedingt helfen. Die waren echt cool drauf, hatten auch Bock, irgendwie mit mir was aufzunehmen. Und das ist halt das Geilste, was passieren kann. Ne? Du joinst ein Projekt und die Leute sind cool. Und ja, da hast du einfach gleich doppelt Bock, irgendwie was zu machen. Ich hoffe jetzt ja auch, dass ich hier nicht gerade schon gegen die erste Regel verstoße. Das mögen die Jungs mir nachsehen. Ich habe ja keine Ahnung. Und weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie weit ich eigentlich weg bin von zu Hause. Nicht, dass ich jetzt schon viel zu nahe bin. Und ich hier eigentlich gar nicht abbauen dürfte. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal schnurstracks gleich mal nach Hause gehen und ein bisschen was bauen. Denn wir müssen ja dafür sorgen, dass wenn die Nacht hereinbricht, wir nicht gleich komplett kaputt gehen. Das heißt, ich werde jetzt mal hier, glaube ich, an den Start gehen. Und ja, erstmal hier mein... Ja, seht ihr, muss ich erstmal dran gewöhnen, wenn wir ein Schäufelchen machen, dass wir gleich keine schmutzigen Fingernägel kriegen, wenn wir hier die Erde abbauen. Die werden wir jetzt auch gleich brauchen, die Erde, um schön unser Häuschen hier an die Wand zu flanschen. Würde ich ja mal sagen. So, da hinten ist schon was los. Ihr seht, das Dorfzentrum ist da am Start. Vielen Dank auch an denjenigen, der den Server bereitgestellt hat. Ich weiß gar nicht, wer das genau ist. Entschuldigung dafür. Trotzdem vielen Dank. Eine sehr geile Geschichte, dass wir hier auf deinem Server das einfach machen dürfen. Das kostet ja irgendwie ein paar Euro. Vielen Dank dafür. Wer immer du auch bist, Freund. So, dann haben wir jetzt genügend Erde, glaube ich. Naja, genügend Erde kann man eigentlich... Es wird auf jeden Fall zu wenig Erde sein. Aber wir können auf jeden Fall mal unser erstes Dächlein bauen. Und ja, das wird am Anfang sehr hässlich werden, aber es geht am Anfang ja einfach darum, sicher zu sein. Und ja. Oh. Wir werden dann auch gleich nochmal losziehen, Holz abbauen und so weiter. Es wird vermutlich auch mehrere Folgen, werde ich da auch gleichzeitig aufnehmen. Also jetzt zum Beispiel, hier ist der erste Tag, da werde ich... noch ein paar Folgen aufnehmen, auch mit den anderen Jungs. Allerdings wird es jeden Tag nur eine Folge geben. Das heißt, wir werden im Projekt schon ein bisschen weiter sein, aber ihr werdet immer ein bisschen was sehen. Vielleicht machen wir auch Livestreams zusammen. Das ist natürlich immer eine bisschen coolere Angelegenheit. Das Gute ist, beim Livestreaming dürfen wir auch so unendlich lange auf dem Server bleiben, wie wir wollen. So, seht ihr, da fehlt schon ein bisschen Erde. Aber wir haben hier ja noch ein bisschen was. Und da nehmen wir hier gleich mal ein bisschen mit. Haben wir hier die ganze Sache auch begradigt. Und da haben wir unten auch schon ein bisschen Stone. Und seht mal hier, hier haben wir schon irgendein Zeug am Start. Ich habe keine Ahnung, was es sich dabei handelt. Irgendein komisches Konglomerat, irgendein Pyrit oder Tritan oder keine Ahnung. Okay, war das regelkonform? Ich weiß es nicht. Da machen wir jetzt mal ein Steinchen hin. So. Irgendein Zeug. Hier ist die ganze Erde voll mit seltsamem Zeug, die es im normalen Vanilla Minecraft nicht gibt. Und deswegen ist das Projekt auch ein bisschen spannender, sage ich mal, wie Vanilla. Gleichzeitig aber natürlich auch herausfordernder. Okay, das hier zum Beispiel ist ein Holz, von dem ich keine Ahnung habe, warum das jetzt nicht möglich ist, hier... ein Ding zu machen. So, eine Tür, wichtig. Ganz wichtig. Und schon haben wir unser erstes Häuschen. Ich glaube, wir sind die Ersten, die hier schon richtiges Häuschen am Start haben. Aber da sind wir auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite. Und ja, wir haben einen Sapling. Den Sapling werden wir auch gleich mal an den Start
packen. Es wird bereits nachts und ich schaue mal schnell auf die Aufnahme, wie lange wir eigentlich aufnehmen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es regnet. Alter, könnt ihr mich hören? Der Regen ist so scheiße laut. Uhu. Okay, und die Fackeln sind echt ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht was auf YouTube. Ich werde mal die Geräusche mal kurz drastisch leiser machen. So, dann würde ich sagen, okay, ich habe noch zwei Fackeln, dann machen wir die natürlich hin. Ja, aber die sind schon ein bisschen arg knapp, ne? Das tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen dunkel ist. Ich versuche dann nachher noch ein bisschen drüber zu filtern. Aber, ja, so ist das eben. Und, jo, am liebsten würde ich jetzt ja hier schon loslegen. Aber wir haben kein Holz mehr. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt mal versuchen, mit unserem Holzschwert losziehend. Ich sehe überhaupt nichts, Leute. Das sind natürlich optimale Bedingungen, um niemals mehr zurückzufinden. Und ich befürchte auch, wenn ich jetzt anfange loszulaufen. Also in dieser Richtung war Schnee. Schnee ist natürlich nicht so optimal, wenn ich jetzt... Oh, das wird so dunkel, Leute. Und ich habe noch kein Bett. Ja, ich würde sagen, wir werden die Aufnahme hier jetzt mal so langsam auch beenden. Ich werde hier schon mal einfach ein paar Samenkörner für unsere spätere Farm abgrasen. Und wo ist eigentlich... Alter, das ist ja so richtig dunkel. Vielleicht nehme ich hier eine Fackel und baue die außen dran, dass ich wenigstens von außen ein bisschen was sehe. So, dann weiß ich wenigstens... Ja, das ist halt, wenn man mit Shader spielt, dann sieht man nicht so ganz so viel. So. Also auf jeden Fall werden wir uns schön hier auch dafür sorgen, dass wir was zu essen haben und so weiter. Das machen wir wahrscheinlich im Untergrund, dass wir hier oben schön Dinge tun können. Denn ich plane so ein bisschen so eine Art Waldhäuschen oder eine Art... Also es ist kein richtiges Baumhaus, aber so ein Haus, das so praktisch zwischen den Bäumen steht und wirklich super gemütlich aussehen soll. Und wenn man dann in den Baum, in den Wald, in das Häuschen reingeht, dann, dann eröffnet sich plötzlich eine Welt. Ja, dann hat man plötzlich tolle Maschinen und Zeug am Start und ja, das wird sich dann wahrscheinlich so im Laufe der Zeit auch weiterentwickeln. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ja, das ist halt sozusagen die erste Folge, um euch mal vorzustellen, um was es hier bei dem Projekt geht. Es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt, das finde ich sehr cool. Viele Leute zusammen, es gibt viel zu lernen. Es gibt eine coole Community aufzubauen. So, hier werden wir mal den Baum pflanzen. Was auch immer das für ein Baum ist. Kann man das irgendwo sehen? Nö, egal. Da können wir halt gut zusammen Dinge tun. Wir werden auch Gemeinschaftsprojekte haben, wie zum Beispiel ein Wasserwerk oder wir werden hier die Wege schön machen oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge tun halt. Ja, darauf freue ich mich schon sehr und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen der ersten Folge. So, wir gehen mal hier in die Bude. Auch wenn es schweinedunkel ist, wofür ich mich nochmal entschuldigen möchte. Aber vermutlich werde ich dann einfach mal auch mal ohne Shader spielen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hier ist die Kamera. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die ich jetzt gleich wahrscheinlich noch mit jemand anderem aufnehme. Vielleicht mit Golden LP, ich weiß noch nicht. Mal schauen. Bis denn und bis denn. Tschüss.